Hast du dich auch schon mal gefragt, was eigentlich mit dem Thema Gedankenhygiene gemeint ist? Das ist ein großes Feld und ich möchte dir heute einen Tipp geben. Und zwar, wie du dich mit deinen Gedanken immer wieder dahin bringen kannst, dich an das Positive in deinem Leben zu erinnern. Stell dir mal vor, heute ist der Tag zu Ende. Und du bist kurz davor, ins Bett zu gehen, aber du lässt den Tag noch mal so Revue passieren. Und während der Tag so Revue passiert, fragst du dich, was war eigentlich heute so richtig schön? Was ist heute richtig gut gelaufen? Worüber habe ich mich heute gefreut? Was sind so die Besonderheiten, die Highlights gewesen? Ja, und was sollst du jetzt damit machen? Suche dir 1 bis 3 Highlights aus und schreibe die in dein Tagebuch der Highlights. Und wenn du morgen Abend dran denkst, dann setzt du dich nochmal hin und fragst morgen Abend, und was waren heute meine Highlights? Was ist heute richtig gut gelaufen? Und je öfter du deinen Tag so Revue passieren lässt und die Highlights für dich abspeicherst bzw. aufschreibst, desto größer wird deine Kladde mit wunderschönen Erinnerungen an eine gewisse Zeit, nämlich genau die Zeit, in der du diesen Fokus gesetzt hast. Das heißt, rückwirkend könntest du sagen, zu dieser Zeit, angenommen, du hast es jetzt 2, 3 Wochen oder sogar 2, 3 Monate oder womöglich sogar 2, 3 Jahre so gepflegt, dann wirst du nach 2, 3 Jahren ein relativ dickes Büchlein haben, das für jeden Tag 1 bis 2, vielleicht auch 3 Highlights liefert. Und stell dir vor, allein das Durchlesen der Highlights der letzten paar Tage bringt dich in Kontakt zu dem empfundenen Glück, das du empfunden hast, als sich diese Highlights ereignet haben. Ja, das ist mein Tipp für dich, wenn du einfach dich positiver fokussieren möchtest, wenn du einfach die Wertschätzung für dein eigenes Dasein, für deinen eigenen Umgang mit deinem Leben besser erinnern möchtest, dann kannst du ein positives Werk schaffen. Und mag sein, dass du es irgendwann veröffentlichst als ja, positive Erinnerung an meine letzten 365 Tage. Kann auch sein, dass es einfach irgendwo bei dir in der Schublade schlummert und du es einfach für dich behältst und dich trotzdem daran freust. Das war meine Idee zu dem Thema: Wie bringe ich mehr Wertschätzung in mein eigenes Leben? Alles Liebe für dich. Ciao, ciao.